Hallo meine kleinen Mini-Freunde, guckt euch doch mal um. Es ist Sommer, es ist endlich Sommer. What time is it? Halt die Klappe! Frau Emilie, du blöde Sau, ey. Ich bin jetzt zwar nass, Leute, aber das macht mir gar nichts aus, denn es sind 30 Grad und wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden heute die craziesten Spielzeuge für den Sommer testen und... Emilie, jetzt damit! Wir werden heute die craziesten und dämlichsten Spielzeuge testen, die dieser Sommer zu bieten hat. Und Leute, ihr wisst, wie ich dumme Spielzeuge liebe. Ich habe einen Großeinkauf bei Toys R Us gemacht. Und deswegen, Leute, wird dieses Video crazy AF. Natürlich bekomme ich heute wieder freundliche Unterstützung von meiner braunhaarigen Kollegin, die nun ins Bild kommen wird und sich auch mal ein bisschen beeilen wird. Komm rein! Komm, sag mal kurz Hallo. Hallo! Okay, kannst jetzt wieder gehen. Und damit das größte Spielzeugabenteuer für den Sommer endlich starten kann, würde ich sagen, let's go mit dem Video! Leute, ihr kennt doch bestimmt auch diese Situation. Ihr seid noch ein kleines Kind und geht schön mit eurer Mutter durch den Spielzeugladen. Und dann seht ihr das und das und das und denkt euch so, boah, ich brauche alles. Und dann kommt eure Mutter. Nee, das ist der größte Scheiß und das kaufe ich dir nicht. Und am Ende geht ihr dann mit den Seifenblasen raus und denkt euch so, fuck my life. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Denn ich kaufe diesen ganzen Scheiß, den man als Kind haben will, weil ich dumm bin. Und ich zeige euch jetzt, dass wahrscheinlich eure Mutter recht hatte, denn es ist wirklich der größte Scheiß. Es wird Zeit für unser erstes Spielzeug und das wird mir Emilie jetzt in meine Hand hier hinwerfen. Los geht's! Oh, hier haben wir ganz viele Wasserbomben und die kann man alle mit einem Mal auffüllen und angeblich ist das riesiger Spaß. Also wir machen erstmal die Scheiße auf hier. Wir haben hier unseren Schlauch, wir haben hier Emilie, die nur halb im Bild setzt. Ich hasse sowas. Und jetzt mach an! Okay, wir haben hier unseren kleinen Aufsatz, der kommt in unseren Schlauch rein. Jetzt müssen wir unsere wunderschönen pinken Ballons einfach noch hier draufschrauben. Und dann kann Emilie die Scheiße anstellen. Hä? Was sind das denn für Mini-Kackballons? Okay, jetzt läuft der Hase. Ja komm, lass laufen, die Scheiße. Ah, nicht, mach raus, mach raus, mach raus. Ach nee, die gehen von alleine dann ab. I get it now. Oh mein Gott, ich bin so nass. Aber Leute, es hat funktioniert. Aber wenn du zu doll drückst, kommt es halt raus. Ah, nicht in den Schritt. Das ist irgendwie kacke. Ich habe mir das anders vorgestellt. Emilie, hör auf jetzt. Du hast mich nass genug gemacht. Hör auf. Ich kann dich jetzt auch anpinkeln, so von unten. Du kannst es ja durch. Ich glaube, dafür wurden diese Wasserbomben nicht ausgelegt. Oh mein Gott. Auf einmal so Turbostrahl. Vor allem, wenn du dieses Ding in den Schritt legst und dann kriege ich so eine warme Brühe ab. Das ist einfach nur eklig. Emilie, dieses Video ist schon jetzt schon altersbeschränkt. Leute, wir haben jetzt ganz viele Wasserbomben hier. Aber das ist natürlich nicht alles, was ich kaufe. Denn ich kaufe natürlich auch was, was man mit diesen Wasserbomben machen kann. Außer das hier. Oh, nein, es hat nicht funktioniert. Oh, bist du blöd? Ich hasse dich. Hör auf jetzt. Oh mein Gott, Emilie. Oh mein Gott, Emilie, das ist alles in den Computer rein. Ach du Scheiße. Okay, Leute, das war bis jetzt ein ganz kleines bisschen wack, denn es sind ein paar eigenartige Sachen passiert, die eigentlich nicht passieren sollten. Aber dafür kommt jetzt das Special Spielzeug Deluxe. Let's go! Okay, Leute, dieses Ding ist folgendes. Man macht hier eine Wasserbombe rein und dann spielt man zu zweit mit diesen beiden Henkeln hier und man zieht und man rupft ein bisschen daran rum und irgendjemand kriegt dann die Wasserbombe ins Gesicht. Okay, Leute, wir sind hier auf unserer Position angekommen. Let's go! Oh mein Gott, Turbo, einfach so Turbo. Ich hab doch gar nicht damit gerechnet. Ja, und ich hab alles abgekriegt. Jetzt wird's crazy. Los. Jetzt haben wir's raus. Das kriegst du zu. Letzte Runde, let's go. Okay, das war auf jeden Fall ein sehr nasses Abenteuer. Und weil wir jetzt eh schon klitschnass sind, würde ich sagen, wir kommen direkt zum nächsten Wasserspielzeug. Und zwar ist es... Aquaclown! Das hier ist ein Clown und den verbindet man mit dem Wasserschlauch. Und dann spritzt der Wasser oben raus. Und dann fliegt der kleine Hut nach oben und spritzt nochmal Wasser komplett über euch drüber. Und ihr könnt im Wasser viel Spaß und Freizeit haben. Wenn das nicht cool ist, oder? Okay, Emilie, macht jetzt einfach das Wasser an und dann startet der größte Spaß unseres Lebens. Los! Oh mein Gott, das hat nicht funktioniert. Ich hab Angst. Also pass auf, ich mach das jetzt gleich wieder normal und dann stelle ich den Hut einfach ganz schnell drauf, okay? Hut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist irgendwie echt fail. Ich dachte, das ist die ganze Zeit jetzt so. Okay, Leute, wir machen jetzt den Strahl ein bisschen weniger, damit der Hut vielleicht bleibt. Oh ja, oh ja, oh ja! Oh ja, bleib so, bleib so! Oh mein Gott, Maki! Oh mein Gott, das ist mega! Komm her! Hut, ja! Ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe. Und mir ist so kalt.
Familie, was soll denn das? Okay, Leute, wir kommen zu unserem nächsten Gadget. Und zwar ist es... Auch Emilie Taste, diese Bedienungsanleitung einfach hier reingehauen. Kannst du nicht einmal nachdenken, oder was? Oh nein! Wolltest du deine Haare nicht in den Bock? Hör auf! Hör. Also Leute, das hier ist eine Hängematte fürs Wasser. Als ob das funktioniert. Wir müssen jetzt diese Dinge erstmal aufpusten. Du pustest das hier auf. Ich werf mich drauf, okay? Ja. Oh, das war ein richtiger Bauchklatscher, ey. Ich leg... Ah! Oh, Bremse. Emilie wird jetzt auch nochmal auf diese wunderschöne Hängematte gehen und dann gucken wir mal, was passiert. Ich komm gar nicht mit zum Ende. Aber es funktioniert. Es geht. Und es ist ganz cool, oder? Ja. Aber weißt du, was auch cool ist? Wir kommen zum nächsten Spielzeug und zwar ist es XXXL Blow-Up Puffer Balloon. Und wenn dieser Name nicht der krasseste Name für ein Spielzeug ist, den es gibt, dann weiß ich auch nicht. Okay, Leute, ich habe eine Luftpumpe gefunden und ich würde sagen, Emilia, pump, was das Zeug hält. Oh yeah, das sieht gut aus. Oh, Emilie! Hier ein. Oh mein Gott, hast du es gesehen? Oh mein Gott, was war das? Nur dieses Röhrchen hier hat sich aufgepustet wie so ein zweiter Ballon. Los, blas, was das Zeug hält, Emilie. Also hier steht da Big Size, Big Fun. Das ist mein Motto. Ah, hast du es gesehen? Ja, jetzt mach zu. Oh Gott, oh Gott. Emilie, da passiert nichts, was ist dafür da? Ah. Guck mal, das sieht aus wie ein riesiger Arsch. Sieht das irgendwie komisch aus? Tja, Emilie, was kann man mit dem Ding jetzt noch machen? Hopp, hopp, Reiter spielen auf XXXL Blow-Up Balloon. Fußball spielen mit XXXL Blow-Up Balloon. Chillen auf XXXL Blow-Up Balloon. Basketball spielen mit XXXXXXXL. Oh, sorry, ich hab mich gerade aufgehangen. Basketball spielen mit XXXL Blow-Up Balloon. Deine Aggression freien Lauf lassen mit XXXL Blow Up Balloon. Oh mein Gott, das tut echt weh. Eine Poolparty schmeißen mit XXXL Blow Up Balloon. Okay Leute, es wird Zeit für das große finale Spielzeug, was es in sich hat. Ihr habt es alle schon gesehen, ihr habt euch alle schon mindestens einmal in eurem Leben gedacht, okay, das brauche ich, wie kriege ich meine Eltern dazu, dass sie mir das kaufen? Und ihr alle habt es wahrscheinlich nie bekommen. Es ist, Emilia, eine Wasserrutsche für den Garten, woo! Sie heißt H2O Go. Das ist im Endeffekt einfach nur so eine Plane und die legt man aus und dann kommt an den Seiten noch so cool Wasser rausgespritzt und man kann Spielspaß und Freizeit in seinem Leben haben. Okay, Leute, unsere Wasserrutsche ist ausgelegt und Emilie macht das Wasser an. H2O Go! Woo! Geht nicht. Soll ich mal auf den Bauch? Oh! Das ist voll kacke. Wir haben uns gerade erinnert, dass wir auch noch dieses Seifenblasenwasser haben. Oh mein Gott. Oh shit, vielleicht ist es auch ein bisschen zu glitschig. 1, 2, 3. Wow! Oh, ist das cool. Wow! Jetzt komm doch auch mal mit, Emil. Das macht voll Spaß. 1, 2, 3. Nee, komm, das war wack. Okay, Leute, wir rutschen jetzt zusammen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Finale Runde. 1, 2, 3. Schnell wieder hier rein. So gezwiebelt am Arsch. Scheißteil. Oh, da wurde dein Gesicht. Ah! 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 Bah, geht weg, ihr Mücken. Ihr seid mir nicht gebohlen. Aber mir kannst du nicht einfach mal einmal normal sein. So Leute, ich bin durch im Kopf, ist ein bisschen matschig geworden, denn es sind 30 Grad und wir haben nichts weiter gemacht, als Spielzeuge für Kinder zu testen. Es reicht. Aber ich bereue nichts, denn diese Spielzeuge haben mein Leben erfüllt. Und wenn sie euer Leben auch erfüllt haben, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Okay Leute, und jetzt nochmal ein kleines Anliegen an euch. Wie ihr das wahrscheinlich schon wisst, produziere ich meine Videos komplett selber, beziehungsweise kriege ab und zu Unterstützung von Emilie, meinem braunhaarigen Kollegin. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie anstrengend das ist, alles von Grund auf selber
sauber zu machen und gleichzeitig noch zu versuchen, ein Privatleben und so weiter zu haben. Und ich merke einfach inzwischen, dass ich langsam jemanden brauche, der mich bei der Videoproduktion unterstützen kann. Also vor allem im Schnitt, aber auch bei der Kameraführung und eventuell sogar vor der Kamera, wenn das passt. So wie bei meiner braunhaarigen Kollegin. Also falls es einen blondhaarigen Kollegen unter euch gibt oder eine rothaarige Kollegin oder sonst irgendwas, dann würde ich super, super gerne eure Bewerbung lesen. Was nur wichtig ist, ihr müsst Erfahrung im Videoschnitt haben und ihr müsst auf das Ganze natürlich Bock haben und meine Videos im besten Fall auch mögen. Ihr findet alle Infos im ersten Link unten in der Beschreibung. Und ja, ich bin gespannt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!